Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen. Allererstes erstmal vorweg, entschuldigt, falls ich wieder heller und dunkler werde. Wir haben heute wieder Wolken, Sonne, Wolken, Sonne, Wolken, Sonne. Naja, ihr kennt ja das Spiel. Da verliere ich gegen das Licht prinzipiell immer. Also nicht wundern, falls wir hier wieder Lichtschwankungen haben. Ja, das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Wolkenschloss von Kerstin Gier. Ich habe ja dieses Buch von der lieben Maria zum Geburtstag mitgeschenkt bekommen und habe es jetzt endlich mal gelesen. Und was soll ich sagen, mir hat dieses Buch richtig, richtig gut gefallen. Und ich würde sagen, ich erzähle euch wie immer erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Fanny Funke. Ich muss schon mal sagen, allein der Name ist schon irgendwie mega lustig. Und Fanny ist die aktuelle Jahrespraktikantin eines ganz, ganz renommierten Hotels in der Schweiz. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen dieses Hotels ganz genau. Es wird aber auf jeden Fall von allen immer nur das Wolkenschloss genannt. Fanny hat die Schule abgebrochen und wusste danach nicht mehr so richtig, was sie machen sollte und hat sich dann halt, wie gesagt, als Praktikantin in diesem Hotel beworben, weil sie auch einfach von zu Hause weg wollte, von ihren Eltern weg wollte, von diesem ganzen Druck weg wollte. Und wir begegnen Fanny so zum Ende des Jahres hin, so kurz vor Weihnachten, und die letzten Gäste treffen so langsam ein. Jedes Jahr zum Ende des Jahres hin veranstaltet das Hotel einen ganz, ganz großen Ball und da ist natürlich sehr, sehr viel los. Fanny ist schon sehr, sehr aufgeregt auf diesen Ball. Ihr macht die Arbeit im Wolkenschloss auch unglaublich viel Spaß. Und so lernen wir Fanny ihren Alltag kennen, den sie so im Wolkenschloss hat, und wir begegnen ganz, ganz vielen verschiedenen Charakteren mit ganz, ganz vielen verschiedenen Eigenheiten. Man lernt die Gäste des Hotels kennen, man lernt die anderen Angestellten kennen und darum entspinnt sich dann so eine ganz, ganz leichte Geschichte schon mal, und man weiß aber am Anfang der Geschichte nicht so richtig, worauf das Ganze denn eigentlich hinaus soll. Und man erfährt dann so während des Lesens erst, worum es denn eigentlich genau geht in dieser Geschichte und worauf das Ganze denn eigentlich hinauslaufen soll. Und da ich euch nicht spoilern möchte, werde ich euch das an dieser Stelle natürlich auch nicht verraten, worauf das Ganze denn schlussendlich hinausläuft. Also zur Handlung kann ich nur sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Dieses Buch schlägt jetzt nicht in eine oder andere Richtung. Also ich muss sagen, der Verlauf der Geschichte ist sehr, sehr ruhig. Die Geschichte wird auch in einem gemütlichen Tempo erzählt, aber sie wird dabei für mich jetzt nicht langweilig geworden oder kaugummiartig, sondern Kerstin Gier hat es hier einfach geschafft, durch ihre Liebe zu den Charakteren und durch diesen Witz, den sie auch immer an den Tag legt, die Geschichte richtig toll zu erzählen. Und ich muss sagen, auch wenn wirklich so richtig Spannung erst auf den letzten 80 Seiten aufgekommen ist bei diesem Buch, fand ich es einfach mega entspannt, das zu lesen. Mir hat es Spaß gemacht, den Verlauf der Geschichte zu folgen. Ich habe immer gedacht, oh, was erlebt Fanny wo als nächstes? Und es war einfach wirklich total ein entspanntes Lesen für mich. Und dieses Buch kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt, denn ich hatte ja in letzter Zeit sehr, sehr viel High Fantasy gelesen und sehr viel New Adult. Und ich wollte einfach mal wieder irgendwas lesen, was sowas ganz komplett anderes ist. Und da war das Wolkenschloss genau das Richtige. Also zur Handlung kann ich nur sagen, dass die mir gut gefallen hat. Sie aber an und für sich jetzt keinen extrem spannenden Verlauf hat. Sie hat keine spannenden Wendungen. Es ist eigentlich eine eher ruhige Geschichte. Das muss ich dazu sagen. Und wie gesagt, wird dann wirklich erst auf den letzten 80 Seiten so richtig spannend. Und da passiert dann auch sehr, sehr viel noch. Und da haben wir auch noch ein bisschen Drama und alles. Aber wie gesagt, ansonsten vom Verlauf her ist die Geschichte sehr, sehr ruhig. Was die Charaktere betrifft, muss ich sagen, dass ich Fanny sehr, sehr mochte. Fanny ist ein ganz normales Mädchen. Fanny ist weder extrem extrovertiert noch extrem introvertiert. Also sie ist ein ganz normales Mädchen mit ganz normalen Sorgen und Problemen. Und ich finde, sie stellt sich den Situationen sehr, sehr gut. Ich konnte das alles komplett nachvollziehen, weil ich gedacht habe, ich hätte in vielen Situationen genauso gehandelt. Und das hat sie für mich dadurch sehr, sehr greifbar gemacht, sehr real. Und das fand ich toll. Und das war auch mit den anderen Charakteren in diesem Buch so. Es gab natürlich den einen oder anderen überspitzten Charakter. Aber so die meisten waren für mich einfach so ganz normale Menschen mit, wie gesagt, ganz normalen Sorgen und Nöten und Problemen und Zickereien. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ich mochte das sehr. Und ich finde, Fanny hat die Geschichte auch super gut getragen, auch gerade am Ende, wo das dann, ne, mit dieser Spannung und dem Ganzen, wo das alles sich so gegipfelt hat. Ich finde, sie ist gut mit den Situationen umgegangen. Von den Charakteren kann ich auch sagen, dass mir richtig gut gefallen hat. Was das Setting betrifft, wir sind hier in den Schweizer Bergen und es ist ein wunderschönes altes Hotel. Ich fand das Setting richtig, richtig gut. Ich hätte mir nur an manchen Stellen ein bisschen mehr Informationen gewünscht. Es gab Szenen, wo ich echt Probleme hatte, mir das Ganze vorzustellen. Da war zum Beispiel eine Szene, die spielte in der Hotellobby. Und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, wo Fanny jetzt genau steht. Sie hat diese Szene beobachtet und hat dann später eingegriffen in diese Szene. Und ich konnte mir absolut nicht vorstellen, während dieser ganzen Szene, wo die jetzt genau rumsteht in der Lobby und wo die sich jetzt genau vor den anderen versteckt. Und
das hat mir so ein bisschen Schwierigkeiten an der einen oder anderen Stelle gemacht. Das war jetzt für mich persönlich aber beim Lesen nicht so dramatisch, weil wie gesagt, ich dieses Buch gelesen habe, um zu entspannen und ich war wirklich immer tiefenentspannt beim Lesen. Deswegen habe ich mich über sowas dann auch nicht aufgeregt, dass ich sowas nicht richtig nachvollziehen konnte. Aber es gibt diese Momente in diesen Büchern und ich finde, es fehlt auch an manchen Stellen ein bisschen die Beschreibung, wo sie an anderen Stellen wieder ein bisschen hätte kürzer sein können. Also es war stellenweise wirklich sehr kurz und knapp beschrieben, auch was die Räume betrifft und das alles. Und an anderen Stellen wurde das ein bisschen zu sehr ausgeschmückt für mich. Das ist halt wieder mein persönlicher Geschmack und ja, deswegen kann ich da mal keine allgemeine Meinung dazu geben. Also mir persönlich hat es vom Setting her gut gefallen. Wie gesagt, es hatte hier und da so einige Schwächen, aber im Großen und Ganzen fand ich super. Was den Schreibstil von Kerstin Gier betrifft, was soll ich dazu sagen? Sie hat einen sehr, sehr leichten Schreibstil. Also man kann das sehr, sehr leicht nachvollziehen, man kann die Sätze flüssig lesen, man stockt nicht oder irgendwas. Es ist ja auch ein Jugendbuch, ne? Also es ist einem Jugendbuch angemessen, ein lockerer, leichter Schreibstil gewesen, aber Kerstin Gier hat halt diesen bestimmten Humor und diesen bestimmten Charme, den sie auch hier wieder in dieses Buch mit reingebracht hat und das fand ich ganz, ganz toll. Ich meine, dieses Buch kommt an Rubinrot oder sowas absolut nicht ran. Es ist auch von der Thematik her was komplett anderes, aber ich fand es trotzdem, wie es erzählt wurde, richtig toll und richtig süß und wie gesagt, ich war beim Lesen komplett tiefenentspannt. Ich habe komplett abgeschalten. Ich bin komplett so runtergefahren nach der Arbeit, wo ich das gelesen habe und das fand ich richtig toll und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich fand Wolkenschloss war für mich einfach das richtige Buch zur richtigen Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Ich habe das ja auch mit Annika zusammen gelesen und wir haben uns dann immer gleich ausgetauscht und ja, also für mich war es einfach das richtige Buch zur richtigen Zeit. Ich habe schon viele Rezensionen gesehen, wo drin stand, dass dieses Buch langweilig ist und dass da einfach nichts passiert. Dem Ganzen kann ich auch so nur zustimmen. Es ist wirklich bis zum Ende hin ein sehr, sehr ruhiges Buch, wo wirklich nicht viel passiert und wir erstmal nur so Informationen zu allem so zusammensammeln. Und wer sowas nicht mag, wer auf Action und Tempo steht, für den ist dieses Buch auch absolut nichts. Aber wie gesagt, für mich war es in dem Moment, wo ich es gelesen habe, einfach genau das richtige Buch. Und ich mochte es sehr und kann euch, was das betrifft, dieses Buch auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal ein Buch lesen wollt, was eine ganz einfache, lockere, leichte Geschichte hat, die weder überdramatisiert ist noch extrem spannend ist, sondern die einfach nur so vor sich hin plätschert, um einfach mal zu entspannen, dann lest Wolkenschloss. I like. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, hat mir die liebe Annika auch empfohlen. Annika hat ja jetzt auch einen BookTube-Kanal. Ich verlinke ihn euch einfach nochmal unten in der Infobox, falls ihr ihn noch nicht kennt. Da könnt ihr bei ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Und ja, also wie gesagt, Wolkenschloss habe ich mit Annika zusammen gelesen. Und dieses Schätzchen hier hat mir Annika empfohlen zu lesen. Das ist Alles, was du suchst von Mary Forst. Dieses Buch ist schon etwas älter. Ich glaube, es ist 2015 erschienen. Es gibt inzwischen 7 Teile zu dieser Reihe. Der 8. Teil kommt im März 2019 raus. Ihr seht, ich habe mich schon sehr über diese Reihe informiert. Ich werde diese Reihe auch auf jeden Fall weiterlesen. Und ich muss sagen, dass der erste Teil der Lost in Love oder Green Mountain Serie mir richtig gut gefallen hat. Das ist eine Geschichte so wie Diamonds for Love, so in die Richtung geht das. Wir haben hier auch eine Großfamilie mit 10 Kindern und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Aber ich erkläre euch auch erstmal hier wieder, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In Alles, was du suchst, geht es um Cameron. Und Cameron hat eine eigene Grafikagentur. Also sie ist Webdesignerin und Grafikerin. Und Cameron hat von ihrem Vater, der ein Selfmade-Milliardär ist, den Auftrag bekommen, bei seinen ehemaligen College-Kollegen, der ein kleines, aber feines Unternehmen in Vermont führt. Und für ihn soll sie eine Website bauen, hat halt von ihrem Vater gesagt bekommen, komm, fahr dahin, kümmere dich mal um den Mann, du machst das schon ganz gut. Und so fährt Cameron von New York nach Vermont und ist davon absolut nicht begeistert, denn sie ist halt ein Großstadtmädchen und kann mit Vermont und dem Ganzen überhaupt nichts anfangen. Man hat eigentlich auch überhaupt keine Lust dahin zu fahren. Da sie aber die Frau für die Verhandlungen ist, da sie die Frau ist, die in ihrer Agentur immer die Leute gut überzeugen kann von ihrem Geschäft, fährt sie halt nach Vermont, um halt bei dieser Familie Eindruck zu schinden und den Auftrag für die Website zu bekommen. Denn es ist so, dass die Designagentur von Cameron im Moment nicht so gut läuft und das Letzte, was sie möchte, ist irgendwie auf ihren Vater angewiesen zu sein. Denn sie hat sich alles ganz alleine erarbeitet. Sie hat nie um seine Hilfe gebeten und hat nie seine Hilfe gebraucht und darauf ist sie auch sehr, sehr stolz. Und ja, deswegen braucht sie diesen Auftrag ganz, ganz dringend und ja, kommt dann nach Vermont und alles ist ganz anders als erwartet. Allein schon der Anfang, das erste Kapitel, ich habe so gelacht, wie sie dort in Vermont ankommt. Das ist mega witzig. Ich möchte euch jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen. Und ja, das fand ich schon sehr, sehr lustig und das hat mir schon gezeigt, in was für eine Richtung dieses Buch gehen wird. Und das hat sich für mich dann auch in der ganzen Art und Weise bestätigt und
Auf jeden Fall, ich schweife schon wieder ab, auf jeden Fall kommt Cameron dann in Vermont an und muss feststellen, dass sie dort nicht wirklich willkommen ist, denn dieses Geschäft, das gehört der Familie Abbott. Und dieses Geschäft gehörte ursprünglich dem Vater von der Mutter der Familie Abbott und leiten tut es jetzt aber aktuell ihr Mann und 5 seiner Kinder. Und so sind die Anteile natürlich unter allen aufgeteilt und der Vater wollte halt, dass sie kommt, um halt diese Webseite zu bauen, aber die Kinder sind alle strikt dagegen, weil sie nicht verstehen, wieso, weshalb, warum, die Geschäfte laufen gut und sehen da halt einfach keinen Sinn darin und so stößt Cameron am Anfang ziemlich auf Abwehr und sie muss jetzt versuchen, diese Familie von sich und ihrer Agentur zu überzeugen. Sie muss natürlich auch versuchen, die Familie von der Webseite zu überzeugen und das ist alles gar nicht so einfach und noch dazu kommt Will Abbott und Will ist derjenige, der ihr bei der Ankunft in Vermont geholfen hat und sie verspürt zu ihm sofort diese magische Anziehungskraft und das ist natürlich noch ein Faktor mehr, der hier noch mit reinspielt. Und ob Cameron es am Ende schafft, die Familie von sich und ihrer Agentur zu überzeugen und was damit Will alles noch so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich kann nur sagen, wie gesagt, dieses Buch war einfach toll zu lesen. Ich habe es in 2 Tagen auch gelesen. Ich habe das wirklich weggesuchtet. Das ist so ein Buch, das fängt man einmal an zu lesen und dann zack, 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 dann zieht man das einfach komplett durch. Von der Handlung her hat es mir richtig gut gefallen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte, wie sich das alles aufgebaut hat. Ich mochte, wie man die ganze Familie kennengelernt hat. Da wurden so nach und nach wurden die ganzen Familienmitglieder eingeführt und vorgestellt. Man hat schon so kleine Infos am Rande zu der Familie bekommen, wo man denkt, okay, in den nächsten Büchern könnte es in diese Richtung gehen. Sowas mag ich ja immer total. Und ja, also ich fand das einfach ganz, ganz toll. Also der Aufbau der Geschichte hat mir gut gefallen. Ich mochte die Handlung, ich mochte den Verlauf, ich mochte das Tempo. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Dieses Buch spielt in 14 Tagen und die beiden, ich nehme jetzt nicht so viel vorweg, wenn ich sage, dass Will und Cameron was miteinander anfangen. Und beide sagen aber bewusst, es geht eigentlich alles viel zu schnell. Ich kenne dich doch eigentlich gar nicht. Verdammt Scheiße, wieso verliebe ich mich quasi Hals über Kopf in dich? Ich kann es nicht verstehen, es geht einfach alles viel zu schnell. Aber da es beiden so geht, versuchen sie dann halt quasi die 14 Tage zu nutzen. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich fand das Ende auch richtig schön und ich bin gespannt jetzt im zweiten Teil, wie es weitergeht. Da geht es um die Schwester von Will, um Hannah und ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil, den möchte ich auf jeden Fall auch lesen. Was die Charaktere betrifft, hat es mir auch gut gefallen. Ich mochte jeden einzelnen Charakter, ich mochte die Familie total. Das war wieder so eine tolle Familie, wo man nur denkt so, oh, ich möchte adoptiert werden, ihr seid so toll. So ging es mir bei der Familie Bennett bei Diamonds for Love auch. Ich fand die auch alle so toll und das war eine so tolle Dynamik auch in der Familie und so ging es mir hier auch. Also es war einfach richtig toll. Die Charaktere haben super zusammengespielt. Cameron hat da super reingepasst mit ihrer ganzen Art und Weise und das hat einfach super zusammengespielt. Und ich kann wirklich nur sagen, die Charaktere top, also ein Träumchen. I love it, I love it, I love it. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder in Vermont. Ihr wisst von der True North-Reihe, die lieb ich über alles, die spielt auch in Vermont. Ich finde Vermont als Setting richtig toll. Ich würde auch irgendwann in meinem Leben gerne mal selber nach Vermont fahren, einfach um mir das Ganze dort alles mal anzugucken und ob das wirklich so toll ist, wie das in diesen Büchern immer beschrieben wird. Ich finde, die Autorin hat das auch ganz, ganz toll rübergebracht. Diesen Ort, Burley, das ist so eine ganz, ganz kleine Ortschaft, wo die da wohnen und es hat einfach mega viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen und es war einfach, wie gesagt, vom Setting her und vom Feeling her richtig toll gewesen. Was den Schreibstil betrifft, das ist ein ganz einfacher, lockerer, leichter Schreibstil. Wir haben hier eine locker lustige Liebesgeschichte und das ist auch super rübergekommen. Der Schreibstil vermittelt das auch gut. Wir haben hier auch ein bisschen Erotik mit in der Geschichte, aber wirklich nicht viel. Das ist wirklich nur so ein ganz kleines bisschen und ja, dieses Buch hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen und ich danke Annika da echt für ihre Empfehlung, dass sie mich auf diese Reihe gestoßen hat und ich werde diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen und wenn ihr wie ich so richtig tolle Familiengeschichten mögt und Liebesgeschichten mögt und lustige Geschichten mögt, denn der Anfang ist schon irgendwie mega witzig, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal mit an. Wie gesagt, es ist schon ein bisschen älter, viele von euch werden es vielleicht sicher auch schon kennen und ja, ich mochte den ersten Teil der Green Mountain Serie auf jeden Fall total und werde mir die weiteren Bücher auch auf jeden Fall noch mit holen und lesen. Das waren 2 meiner zuletzt gelesenen Bücher. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.